Und hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Let's Play Skyrim Anduril. Wir stehen hier in der Kälte an der Schneefels-Taverne, an diesem wärmenden Feuer. Denn in Ark wird gerade die Karte der Pyräer besetzt, damit wir die Hauptstadt der Pyräer finden können. Und in der Zwischenzeit müssen wir natürlich auch wieder was Sinnvolles machen. Und ja, was gibt es denn Sinnvolles zu tun in der Zeit, wo wir nur warten können, als ein paar böse Buben zu jagen? Und zwar haben wir noch einen Kopfgeldauftrag offen. Gesucht in Ark, wir müssen 6 Huf erledigen. Und ja, ich würde sagen, das ist eine gute Zeit, ein guter Zeitvertreib für uns. Da die Karte besetzt werden muss, müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen Nebenquest-Wochen machen. Wir hatten ja eigentlich vorher gerade schon Nebenquest-Zeit. Das heißt, jetzt war Nebenquest, dann der kurze Ausflug in die Sternenstadt und schon wieder Nebenquest und Erkundungstour. Aber tja, die Karte muss halt übersetzt werden und leider können wir da keinen Beitrag leisten. Das heißt, wir müssen hier draußen unseren Beitrag leisten und den 6 Huf jagen. Und wir werden natürlich auch wieder ein bisschen erkunden. Weil hier haben wir noch nicht viel erkundet, hier in der Gegend. Hier gibt es noch viel, was unbekannt ist, viel, was unerkundet ist. Und da gibt es auch viel, was wir uns angucken können. Das heißt, hier können wir noch einiges erleben. Ich habe in der Zwischenzeit uns ein bisschen gelevelt. Wir haben jetzt diese tolle Infiltratorrolle hier. Werden wir ab und an benutzen. Es kann ganz praktisch sein. Im Schleichen auch diesen Sprint sozusagen zu haben. Ist oft ganz nützlich. Öfter nützlich, als man denkt. Und da höre ich doch einen Bären. Wo ist denn unser Bär? Da ist ein Bär. Hallo Bär. Jetzt bleibt er einfach stehen. Felsen, die natürlichen Feinde der Bären. Hab auch unser ganzes Zeug, was wir hatten, verkauft und alles. Das heißt, wir sind jetzt wieder relativ leer, wenn man sich das mal anguckt hier. Wir haben wieder ordentlich Traglast frei. Hab viel Geld wieder auf die Bank gebracht. Zwischen haben wir da fast 4000 Goldmünzen. Das heißt, wir werden bald wahrscheinlich auch wieder was mal von der Bank einfach abheben. Im Moment lasse ich das alles drauf, wegen Zins und so. Ah, da geht's runter. Moosige Schlammgrube. Also im Moment lasse ich das alles auf der Bank, weil uns das natürlich Zins bringt. Jeden Tag bekommen wir da 100 Groschen mehr drauf im Moment. Aber bald werden wir auch mal die Dividende einstreichen. Einfach mal vielleicht so 1000 Gold abheben und damit wieder Bücher kaufen gehen. Also Lehrbücher. Die sind ja so ziemlich das Wichtigste in dem Spiel. Da haben wir die Skara-Krieger. Au. Die tun weh. Das sind praktisch die Abgeschworenen dieser Welt. Scheinen so ein bisschen die wilden ja, diese wilden Outlander, die von der Gesellschaft abgeschieden leben zu sein. Aber sie haben große Kisten und große Kisten heißt große Schätze. Zumindest hoffen wir das mal. Wie gesagt, noch lassen wir das Geld auf der Bank, weil sich's da vermehrt. Anders als im Moment in echt. Unser Zinssatz ist ja in echt im Moment ein bisschen niedrig. Leiser Schritt des Fährtenlesers, neuer Set-Gegenstand. Allerdings für ein Set, das wir schon, ich würde mal sagen, so weit haben, dass wir es nicht benutzen werden. Weil wir das eigentlich das Aschenkrieger-Set brauchen. Ah, vielleicht findet sich ja noch mehr. Und hier finden wir zumindest mal gut Geld. Echt viel größer scheint der Ort da schon nicht zu sein. Ja gut, nicht jeder Dungeon ist riesig. Aber Set-Gegenstand. Was mich auch darin bestärkt, diese Orte wirklich auch alle zu untersuchen, dass wir. Ich mag es sehr gerne, übrigens Set-Gegenstände zu vervollständigen. Dieses, okay, jetzt wenn wir dahin gehen, dann bekommen wir den Set-Gegenstand noch. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Und deshalb werden wir das werden wir definitiv nach Ende der Hauptstory machen. Set-Gegenstände jagen. Enderal ist auch nicht so groß wie Skyrim. Das heißt, hier zu sagen, wir schauen uns jeden einzelnen Ort an, geht noch eher als in Skyrim. In Skyrim ist ja dann wirklich nach einer Zeit so, ja. Wenn man die meisten Orte gesehen hat, dann kommt halt nichts mehr Neues. Hier ist halt Set-Gegenstände sammeln und die letzten Orte so ein bisschen erkunden noch. Was haben wir denn Kleines zu essen? Hier und dazu ein bisschen Muschelfleisch. Das sollte reichen für die HP.
Gerade so, ja doch, reicht genau. Und ja, während wir jetzt hier auf die Karte warten, eben geht's eben zur Kopfgeldjagd. Und hopp, da sind Untote. Kennt man ja, man geht so spazieren und dann auf einmal stehen da Zombies. Böser Zombie. Und ja, wir haben uns ja schon die Frage gestellt, warum eigentlich ein Skelett von Pfeilen überhaupt groß verletzt wird. Wenn die Pfeile das Skelett in Brand setzen, glaube ich, ist das eher verständlich, warum das Skelett davon Schaden nimmt. Ich glaube nicht, so alte, modrige, gut, alte, modrige Knochen brennen vielleicht gar nicht so gut, aber alte Knochen brennen dafür ganz gut. Ich glaube, wir kommen hier gerade ein bisschen vom Weg ab. Wir müssten eigentlich eher so hier rüber. Das heißt, wir sollten uns hier mal genau hier lang orientieren. Das sieht immer noch nicht sehr richtig aus, aber das sieht richtig aus. Ja, genau. So wollen wir gehen. Und ich denke ja immer, dass, also ich finde die Idee immer ganz gut, was Charaktere machen in der Zwischenzeit. Also dieses, man ist ja nicht immer auf dem Abenteuer, man kann ja nicht ständig auf dem Abenteuer sein. Das geht ja auch gar nicht. Also irgendwann muss ja mal was, weil gut, wir sind nicht auf dem Hauptabenteuer, also gehen wir auf dem Nebenabenteuer, aber es ist ja nicht immer Hauptabenteuer. Und was machen Charaktere, so RPG-Charaktere eigentlich, wenn sie gerade nicht eben den großen Drachen jagen und so? Und ich denke halt immer, dieser Charakter Nathis, der würde halt, da er die Rolle als Prophet und als jemand, der halt dieser Welt was Gutes tun will, durchaus übernommen hat, schon versuchen, halt irgendwie einen Weg zu finden, wie kann er sich nützlich machen in der Zeit, wo halt die Karte besetzt wird. Und ich glaube, Kopfgeldjagen ist tatsächlich sowas, das würde er machen. Einfach nur, weil das ein bisschen in sein Skillset passt. Er ist ja so ein Rogue, ein bisschen so der Dieb, der Assassine. Und was gibt es denn für eine bessere Arbeit für einen Assassinen als Kopfgeldjagen? Und in der Gegend waren wir auch noch nicht sonderlich viel. Hier können wir noch viel erkunden. Auch wenn es hier vor allem Untote zu geben scheint. Man weiß ja nicht, was man noch alles stößt. Zum Beispiel Kisten. Und das ist ja, finde ich, was eigentlich bei Abenteuern teilweise sogar ein bisschen unterschätzt wird. Sich zu überlegen, was machen Charaktere eigentlich, wenn sie gerade nicht auf dem großen Abenteuer sind. Weil da kann man eigentlich auch viel machen. Und ich finde, natürlich, da liegt nicht unbedingt der Fokus von Spielen drauf. Also, man gibt halt so in Skyrim oder hier halt, man kann sich ein Haus bauen und dann hat man damit seinen Spaß. Und das ist auch schön und gut. Ich finde, sowas dazu zu geben, so diese Möglichkeit, du kannst dir auch ein Haus einrichten zwischenzeitlich oder du kannst heiraten, du kannst solche Sachen machen, das finde ich immer sehr gut, wenn Spieler das haben, einfach nur, weil es gehört ja dazu, so ein Abenteurer, der ist ja nicht 24/7 dabei, Drachen zu töten, sondern der geht ja auch mal irgendwo in die Stadt und geht ins Gasthaus rein und feiert einen Abend, weil er halt seinen 10.000. Sieg in Folge hat. Weil ich ja das nach wie vor in Enderal auch gut finde, dass man hier nicht diese Wartenfunktion hat. Das hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Das ist ein schöner Schuss gewesen. Ich mag diese Schüsse, wenn sie wirklich weit fliegen. Das sieht immer sehr, sehr schön aus. Na, Treffer. Und gleich den zweiten drauf. Also anfangs hat mich das sehr gestört, dass man diese Funktion mit dem Warten nicht hat. In Skyrim kann ich ja, wenn ich eine bestimmte Uhrzeit will, einfach Warten drücken und dann vergeht die Zeit und es passt dann. Es geht ja hier nicht maßgeblich mit dem Grund, weil sonst könnte man das Banksystem, das in einem Jahr pro Tag Geld gibt, sehr ausnutzen, nämlich einfach immer Warten drücke und dann habe ich unendlich Geld. Das soll ja hier nicht gehen. Also macht schon auch sehr Sinn, dass es nicht geht. Da haben wir den Sechsruf. Ich glaube, das, nachdem wir die ganzen Knochenreißer hatten, sollte so ein Martyr nicht kein großes Problem mehr sein. Blöde 7 Männer hier. So. Und wir steigen gleich noch ein Level auf. Wir nehmen aus da. So. 6 Huf ist erledigt. Ring des Magiewiderstands, Gold und Pfeile. Natürlich sehen wir uns auch noch sein Lager an.
Also deshalb gibt es halt die Wartefunktion nicht. Man könnte das halt mit dem Banksystem schon arg ausnutzen, dass das geht. Und deshalb gibt es halt maßgeblich. Ich glaube wirklich, dass das eine wichtige Mitentscheidung war. Und am Anfang hat mich das ja sehr gestört, dass man halt nicht warten kann, dass man halt irgendwie sich die Zeitwende vertreiben muss. Aber ich muss sagen, je länger ich Enderal tatsächlich gespielt habe, desto mehr hat es mir gefallen, dass man das nicht kann. Weil man halt wirklich dann sich ein Bett suchen muss. Weil wie viele Nächte hat man in Skyrim geschlafen? Meistens gar nicht. Einfach weil, wenn du Zeit weg haben wolltest, dann hast du dich nicht schlafen gelegt, sondern hast halt auf Warten gedrückt. Und dass es also hier nicht geht, macht's, finde ich, eigentlich eher besser. Das ist eher besser, weil man einfach dann dieses Gefühl hat, mein Abenteurer muss halt nachts ins Bett. Also wir müssen es nicht, wir können auch immer weiterlaufen, aber man geht halt öfter mal in irgendein Gasthaus schlafen oder man denkt sich, oh gut, dass wir hier in der Gegend ein Bett haben, in dem wir auch schlafen können, sicher. Und hier haben wir echt noch nicht viel erkundet. Ich will mich hier echt noch ein bisschen umschauen. Die ganzen tollen Orte hier, da drüben treiben sich schon wieder die nächsten Gegner rum. Mal sehen, was wir da drüben finden. Ich warte, dass ich. Einmal ist es uns ja bisher bloß passiert, dass wir auf jemanden geschossen haben, der gar kein Gegner war. Na. Erst den mit dem Schild. Oder den mit dem besseren Schild. Achso, ich bin ein Vagabund. Da gibt es das beliebte Bogenmatch, wobei wir das ja jetzt schon per se gewinnen. Erledigt. Und wir verkaufen, wir können ja wieder noch eins leveln. Machen wir das doch gleich mal. Wie gesagt, wieder immer mitten im Kampf. Die Leichen liegen mal rum. Erstmal meditieren. Wobei das hilft ja dann mit dem Stress auch wieder. Und ja, wie gesagt, hier habe ich ein bisschen gelevelt. Und jetzt nehmen wir als nächstes leise Füße. Wir gehen jetzt hier ein bisschen so hoch. Blutrausch. Geisterlauf will ich vor allem haben. Dass wir halt, also wir teleportieren sie hinter ein Ziel und werden kurzfristig unsichtbar. Hört sich schon sehr interessant an. Schattenkrieger kann auch sein. Ist sehr, sehr nützlich. Vor allem für so größere Kämpfe. Und wir können ausgerüstete Gegenstände stehlen, was ich auch immer sehr interessant fand. Das war eine der besten Sachen in Skyrim. Den Wachen wirklich die Kleidung wegzuklauen. Also man schleicht sich an eine Wache ran und klaut ihm alle Waffen, die gesamte Kleidung, die ganze Rüstung, dann steht der in seinem Lendenschutz da. Das war eine der besten Sachen. Das war gut, das ist nur einmal witzig, aber das eine Mal, wenn man es zum ersten Mal macht, ist das wirklich genial. Vor allem, dass die Wachen in Weißlauf ja immer mit ihrem Pfeil im Knie oder halt mit dem, dass sie den Drachentöter Dovahkiin, der die Welt dreimal gerettet hat, immer noch mit hat man dir dein Süßigkeiten geklaut oder was sie da immer sagen, ansprechen. Da freut man sich, wenn man denen alles klauen kann. Die haben gar keine so schlechten Pfeile immer dabei. Mal sehen, was hier Kloster Westgard. Ich glaube, hier können wir es wirklich durchziehen. Wir werden uns nach der Hauptstory jeden Ort, den es hier in Enderal gibt, einmal angeguckt haben. Einfach nur, damit wir das mal alles gesehen haben. Und auch so ein bisschen, weil ich die Setzgegenstände haben will. Das ist fast schon ein bisschen schlimm bei mir, dass ich immer alle Sachen haben will. Dieses, wenn es einen Setgegenstand gibt, dann will ich das ganze Set haben. So ein bisschen dieses Sammlerding, das habe ich schon ein bisschen. Ich habe ja vor kurzem zum Beispiel, also wo das auch ganz schlimm ist, bei so Hack-and-Slay-Spielen, also die haben eine verdammt coole Bude. Können wir hier nicht einziehen? Wenn wir gerade vorhin beim Haus kaufen waren. Genau, stellt euch alle schön auf. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gehen sie weiter. Ist auch mal aufgefallen. Tja, schleichenden Spielen. Man steht direkt vor dem Gegner und er sieht dich immer noch nicht.
Es ist halt, ja, Spielmechanik gegen Logik. Ein ewig währender Kampf. Und ganz ehrlich mal, hier, das Folter-Equip so ein bisschen raus. Also ich würde mich hier einrichten. Assassinen-Harnisch. Münzenhaufen. Das haben sie jetzt. Die Münzenhaufen enthalten immer ein bisschen weniger Münzen, als man irgendwie meint. Weil man liest Münzenhaufen aufnehmen, da denkt man immer, jetzt bin ich reich. Alchemistische aber der Kristallquelle. Kristallqualle. Okay. Dachte schon, hier kann man irgendwie Kristalle herstellen. Da wäre natürlich noch die obligatorische Feuerbombe gewesen. Ich frage mich immer, wer dieses ganze Öl verschüttet und dann nicht aufwischt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn so ein Ölfleck hier habe, dann wische ich den auf. Weil, vor allem genau in der Tür halt, da rennt dann jeder durch, weißt, dann hat man es nicht nur an den Schuhen, nein, die latschen dann ja alle durch, ziehen sie auf den, gut, schöner Teppich war das vielleicht vor allem mal vor 100 Jahren, aber ziehen sie auf den Teppich und durch den ganzen Raum, haben überall diese Ölflecken. Das ist doch nichts. Da müssen alle mal außen rumgehen oder drüber hüpfen oder so. Wischt da, vor allem dann natürlich über dem Ölfleck auch noch die Lampe aufhängen. Gut, wahrscheinlich kommt das Öl von der Lampe, weil die zu dumm sind, hier die Lampe genau zu befüllen. Aber komm, bisschen Sauberkeit, bitte. Ich meine, ich bin kein sehr ordentlicher Mensch. Also würdet ihr wissen. Oh. Vorsicht. Die haben da auch schon wieder Öl verschüttet. Also ich bin kein ordentlicher Mensch. Überhaupt nicht. Also ich habe. Okay, es wird auch. Also ich habe überhaupt kein, also so ein Putzfimmel oder sowas habe ich überhaupt nicht. Eher das Gegenteil. Ich schiebe es meistens so weit auf, wie es geht. Also so. Ja, das können wir noch morgen machen. Das geht alles morgen noch. Ist noch nicht so schlimm, dass man unbedingt sauber machen muss und so weiter. Du sollst dich noch nicht bewegen, wenn ich dich töten will. Gut, genau. Schaut auf den Pfeil nicht dahin, wo der Pfeil hergekommen ist. Echt gut geschossen. Komm her. Lass gut sein. Der hat aber nicht schlecht geblockt. Dafür, dass der nur so ein Vagabund ist. Beeindruckend, dass der den ersten Schlag komplett blocken konnte. So, ist hier noch einer. Zählen gerade als entdeckt. Ich glaube, da oben kommt jetzt gleich einer. Ich glaube, wir können hier alles ausplündern, bevor der kommt. Vielleicht vergisst er uns ja auch bis dahin. Also ich bin kein sehr ordentlicher Mensch, aber ach, das ist eine Ratte. Ja, dann. Naja, so eine Wurst. So. Da war wohl eine Explosion. Hätten wir am Ende Pulverfässer erbeuten können? Wir wissen ja, Pulverfässer sind das Beste im Spiel. Okay, bevor wir da runterhüpfen, sehen wir uns hier noch ein bisschen um, weil ihr wisst ja, wie es ist. Immer erst die Wege gehen, von dem aus wieder zurückkommt, nicht irgendwo runterhüpfen, bevor man sich nicht ganz umgesehen hat. Aber so ein Ölfleck, den wischt man doch auf. Das zieht man dann durch die ganze Festung. Das ganze Versteck ist dann voller Öl. Und vor allem, das ist rutschig, das ist ja auch eine Gefahr. Wenn da tritt dann einer rein, passt nicht auf, fällt hin, fällt auf sein eigenes Schwert, ist tot. Das geht doch nicht. Ganz zu schweigen von der Brandgefahr. Oh, Malachit jetzt. Ich will mal gerade den Moment wirken lassen, dass wir gerade wertvolles Erz abbauen. Ich weiß nicht, also wo Open-World-Spiele hingehen, aber ich hätte eigentlich gern mal ein Open-World-Spiel, wo man mehr so, also wo man sein großes Abenteuer zwar hat, aber trotzdem, oh, Hebel. Wo man zwar sein großes Abenteuer hat, aber mehr so diese Sachen, diese Alltagssachen noch ein bisschen mehr machen könnte. Hier könnte man raufgehen, okay. Also wo man diese Alltagssachen, so dieses Kochen und was hier in Enderal eh auch besser ist. Also wir haben es hier noch nicht gekocht, aber Essen ist zumindest wichtiger. Wo halt solche Sachen ein bisschen
bisschen noch wichtiger sind. Also ein Open-World-Spiel, wo man mehr auch mehr darauf achten muss, wo ich eigentlich nachts schlafen kann. Okay, ich höre Skelette. Na gut, da kommen wir jetzt eh nicht mehr hoch, also können wir auch gleich ganz runter. Also, wo das ein bisschen noch ein bisschen wichtiger ist. Ich finde, das wird halt immer ein bisschen zu. Natürlich weiß die meisten Spiele noch nicht sehr wichtig. Ich glaube, da stehe ich ja fast ein bisschen allein, oder nicht ganz allein da, aber ein bisschen einsam da. Damit sie meinen, dass es halt mehr solche Alltagssachen auch geben sollte, weil, wenn man es halt sehr entscheidend macht, dass es die gibt, also sagt, wenn man halt hier in Enderal kein Essen hat, dann hat man halt echt ein Problem mit den Zaubertränken, weil. Ich denke mal, das sind wir, die diese Wellen hier machen. Weil wenn ich jetzt hier in Enderal keine Zaubertränke habe, dann wird es halt echt eng, was Leben und so angeht, weil wenn ich halt hier nur durch Zaubertränke mich heilen würde, wir könnten gar nicht so viel Ambrosia kaufen, wie wir bräuchten. Wen haben wir denn davon? Ist das die nächste Schwarzhand? Dunkelhand meine ich. Sabbat. Der sich nicht treffen lässt. Doch. Haben wir den nächsten ausgemacht? Ich hätte fast gedacht, die wären nur in der Wüste. Wahrscheinlich gibt es die hier wirklich überall. Clown der Gefallenen. Schwere Rüstung. Schade. Ein leiser Schritt des Pferden. Dieses, glaube ich, haben wir auch schon. Das finde ich ein bisschen blöd, dass es hier von diesen Artefakten also Duplikate gibt. Ich hätte gern, dass das so richtig Unikat wären. So diesen Gegenstand gibt es genau einmal im Spiel und wenn du ihn nicht viel findest, dann findest du ihn nicht. Das fände ich ein bisschen besser. Also das fände ich ein bisschen. Ich weiß nicht, das würde mir einfach mehr gefallen, wenn das wirklich einzigartige Gegenstände wären, nicht, dass es halt mehrere gibt. Vor allem, sie haben halt eigentlich einen einzigartigen Namen. Ich meine, der leise Schritt des Pferdenlesers, das ist ein individueller Name. Das sollte dann auch ein individueller Gegenstand sein und nicht mehrfach findbar sein. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man ihn mehrfach reinstellt, dann findet man ihn dann auch leichter. Das ist auch ein Vorteil. Ich glaube, vorhin wollte ich das eh schon ansprechen mit den Set-Gegenständen. Das ist ja in Hack-and-Slay-Spielen, so Diablo und sowas, eigentlich noch viel schlimmer. Und ich bin sehr froh, fast, dass ich solche Spiele nicht so viel, also, dass ich mir Diablo nie gekauft habe, weil ich glaube, das Spiel. Da hätte ich Jahr und Tag drin verbringen können. Ich habe nämlich vor kurzem ist auch interessant, das erste Let's Play auf diesem Kanal war ja Titan Quest, was ja so ein Diablo 2 Klon im Endeffekt war. Und das Spiel ist inzwischen 10 Jahre alt und vor einiger Zeit kam die Anniversary Edition raus, also 10 Jahre Titan Quest, ein bisschen verbessert, ein bisschen aufpoliert. Also nicht sonderlich viel, aber halt so ein bisschen besser einfach. So ein bisschen, ja, eine Jubiläumsedition halt. Und da konnte ich gar nicht widerstehen und musste mir die einfach kaufen, weil das halt das erste Let's Play dieses Kanals war. Und ich habe mir fast überlegt, sogar ein paar Videos dazu zu machen, habe ich aber dann doch nicht gemacht, aus Zeitgründen maßgeblich. Aber weil es halt so ein Spiel war, mit dem ich halt früher, vor 10 Jahren, halt so viel Zeit verbracht habe, konnte ich nicht anders und habe mir das gekauft. Und da ist auch so, man kann da halt Set-Gegenstände droppen. Und ich bin jetzt gerade so richtig am Set-Gegenstände jagen. Wenn man halt mal Zeit hat. Im Moment geht es ja wieder mit der Zeit ein bisschen besser. Wobei, sagt er und ihm fällt auf, dass er dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, jeweils keine Videos hochgeladen hat, weil er keine Zeit dafür hatte. Aber ansonsten geht es halt unter der Woche und so immer ein bisschen zeitlich besser mit Zocken und so. Und das Spiel hat mich gerade auch wieder so ein bisschen drin, weil ich da halt irgendwie dieses bessere Gegenstände droppen. Ein bisschen bessere Gegenstände droppen. Und das geht natürlich auch nicht für ein Let's Play sehr gut, weil wenn ich im Let's Play halt dastehe und Gegenstände farmen, das ist dann doch leicht langweilig. Du siehst gefährlicher aus. Okay, dem sehe ich es mal nach, der ist ein Geist. Dass der uns nicht sieht. Der hat ja keine Augen mehr. Da fällt mir da echt wieder auf, wie viel Zeit ich halt das Spiel eigentlich reingesteckt habe und reinstecken kann oder reinstecken könnte. Einfach nur weil dieses Sammeln von Gegenständen, dieses immer diesen einen Gegenstand finden, der noch ein bisschen besser ist. Das macht mich fertig. Da kann ich so viel Zeit reinstecken. Das teilweise, dann bin ich immer ein bisschen froh, dass ich halt das nicht mache, weil
Das ist dann schon ein bisschen Zeitverschwendung eigentlich auch. Ich meine, es macht Spaß und so, also in dem Sinn ist es eigentlich keine Zeitverschwendung, aber man kommt sich so ein bisschen vor, als würde man schon irgendwie, ja, irgendwie schon ein bisschen zu viel Zeit reinstecken dann. Was aber, glaube ich, auch ein bisschen dran liegt, dass ich die letzte Zeit halt vergleichsweise wenig Zeit hatte zum Spielen, eben mit Universitätssachen und sowas, mit dem Bericht, den ich da schreiben musste und so, hatte ich halt so wenig Zeit eigentlich zum Spielen, dass ich halt im Endeffekt fast nur fürs Let's Play was gespielt habe oder halt mal so mal eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag. Und jetzt halt heute hatte ich halt mal so richtig Zeit und habe vor der Aufnahmesession hier halt, ich glaube, 4 oder 5 Stunden Titan Quest gespielt. Ist man gar nicht mehr gewohnt dann. Und ja, die Folge ist jetzt auch schon lang genug. Werden in dieser Folge noch, wenn in der nächsten Folge hier vorne noch diese Treppe runtergehen, die wir gerade nicht gegangen sind, weil ich den anderen Weg erkunden wollte. Und das machen wir eben in der nächsten Folge. Ich sag tschüss YouTube und bis dann. Seid dabei, wenn es heißt Let's Play Skyrim Anduril. Und ich sag, ja, jetzt verabschiede ich mich einfach noch länger. Und jetzt ist hier Schluss. Bis dann YouTube. Tschüss.